Hallöchen, liebe Bastlerfreunde, und herzlich willkommen hier zum heutigen Montag. Geht es natürlich hier weiter am Unimog 406. Mein Name ist Sebastian von Defa Models und mit dem neuen Sammelprojekt hier von dem Verlag Hachette möchte ich mit euch heute die Ausgabe 8 am Motorblog weiterarbeiten. In dem Sinne, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da über ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal, würde ich mich natürlich sehr freuen. In dem Sinne, kommt mal ran und dann können wir hier ein bisschen was mit den nächsten Bauteilen, unter anderem der Ölwanne, hier weiterbauen. So, bevor wir allerdings aber anfangen, würde ich sagen, wir schauen mal kurz in die Bauteile rein, was wir denn da alles Tolles bekommen. So, wir haben jetzt hier einmal DM-Schrauben, AP-Schrauben, dann geht es hier weiter mit dem Anlasser-Hinterteil sowie Anlasser-Vorderteil. Dann haben wir dabei, diese zwei Komponenten sind hier der Hauptölfilter oben und unten und dazu haben wir noch hier eine Abdeckung und die Ölwanne. Mit der Ölwanne muss ich mal gucken, wie ich die farblich gestalte. Die könnte man ja theoretisch etwas dirtier machen, weil die ja eigentlich ganz unten dran sitzt und in dem Falle eigentlich dann meines Laienwissens nach eigentlich den meisten Schmutz haben müsste, weil sie ja unten hängt. Schaue ich mal, wie ich das gestalte. Vielleicht lasse ich es auch in demselben Detailgrad wie die ganzen Teile hier, dass alles einheitlich aussieht. Das überlege ich mir gleich. So, wir werden als erstes mal, denke ich mal, hier ein paar Teile anbauen und danach dann erstmal wieder mit dem Weathering fortfahren, welches ich dann nur im kurzen Detail zeigen werde und nicht ausführlich wie in den letzten Videos, denn da habt ihr ja theoretisch gesehen, wie ich es gemacht habe. So, also wir werden erstmal mit einer DM-Schraube So, jetzt. Da braucht man noch einen kleinen Tropfen Öl. So, da soll man nämlich jetzt dieses Bauteil hier, nämlich das vom Hauptölfilter, die Innenseite, soll man hier einmal einlegen. Die hat hier so einen kleinen Nipsus und ein Schraubloch. Und das passt hier genau drauf. So, und dann wird das hier mit der DM-Schraube einmal befestigt. Und genau, jetzt würde ich, obwohl wir können eigentlich das Hauptoberteil kleiner drauf bauen. Denn hier ist jetzt aus meiner Sicht nichts Störendes dran, wo man vorher noch einbauen sollte. Deswegen können wir hier den Deckel gleich noch mit aufsetzen. So, und dann wird das jetzt erstmal wieder gealtert. Ja, natürlich hier die Schraubköpfe vorgehoben und dann ein bisschen Nutzspuren angemalt. Bevor wir zu dem kommen, können wir noch kurz diese Baukomponenten hier zusammenfügen. Wir werden einmal hier diese Platte hier einsetzen, und zwar ist hier aufzupassen, bei dieser Platte ist hier so ein kleiner Nipsus drauf, der muss bei dem Behälter hier nach außen schauen. So, es wird jetzt hier bloß so eingedrückt und dann kommt im Anschluss dieses Bauteil, hat hier unten so einen Fuß dran und der muss jetzt hier in den kleinen eben nach oben gesteckten Fuß da rein. Ist quasi bloß ein Anschlag hier zum Festschrauben. Dann nehmen wir uns jetzt eine AP-Schraube. Und schrauben das jetzt einmal von innen hier fest. Das wird dann ebenfalls gealtert
und wird dann im Anschluss an diese Komponente hier angebaut. Und zwar wird das dann hier nur so, hier so an der Seite so aufgesteckt, sondern nachher mal schauen die rum. Ja, so kommt das dann hier dran, aber das dann zu seiner Zeit. So, ich bin soweit durch jetzt hier mit dem Buttering. Ich habe das jetzt hier, wie ihr schon seht, ein bisschen unten ganz leicht nur mit dem Red Brown for Wood habe ich jetzt nur ganz minimal trocken gebürstet. Und zwar habe ich mir da hier so einen alten Schweinshaarpinsel genommen, habe die Borsten alle runtergestutzt, dass man den quasi wie so eine Art Radierer benutzen kann. Ja, so sieht er aus. Und mit dem habe ich quasi einmal das Pigment einmal drauf gebürstet und dann natürlich mit dem schwarzen Wash, und das habe ich wiederum mit Airbrush-Verdünnung einmal ein bisschen gestreckt und das Ganze dann ebenfalls auch mit dem Pinsel wieder. Um nicht diese Pinselspuren zu haben, habe ich das die ganze Zeit nur so drauf getupft. Ja? Das dann ordentlich drauf auftrocknen lassen und dann nochmal an dezenten Stellen nochmal nachgebessert. Und dann kriegt man hier so eine schöne, ungleichmäßige Verschmutzung hin. Ne? So, dasselbe natürlich auch mit diesem Bauteil hier, welches jetzt hier schon aufgesteckt ist. Ja, auch hier die Schraubköpfe gesilbert, dann mit einem ganz leichten Rost drumherum gemandelt und danach ebenfalls mit dem Tupfen das schwarze Wash hier aufgetragen. So, und wenn wir das Ganze hier dann mal so hier drunter halten, das kommt der Passform halber wahrscheinlich hier so hin, ne? Sieht das dann hier so schon aus mit der Ölwanne unten dran. Aber dazu dann vielleicht mehr in einer der nächsten Folgen. So, Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen und würde mich natürlich entsprechend freuen, wenn ihr nächsten Montag dann zur Folge Nummer 9 reinschaltet. Folge Nummer 9 ist bei mir leider kein Heft dabei, nur die Bauteile. Deswegen lese ich euch jetzt kurz vor, was denn alles an Bauteilen drin ist, und in der nächsten Folge muss ich dann auf dem Computer die Bauanleitung nutzen. Die gibt es ja zum Glück online auf der Homepage zum Runterladen, zum direkt angucken, wie man es möchte. So, also wir bekommen in der nächsten Folge in Ausgabe 9 einmal die rechte Motorenhälfte. Da kann man hier die zweite Seite dran bauen. Dann Ölfilter und Ventil, Halterungen, Einspritzpumpe, Kraftstoffpumpe, Luftpresser samt Deckel, verschiedene Abdeckungen und Verschlusskappen. Da wird es auf jeden Fall interessant. Unser Motorblock wächst um seine zweite Hälfte. In dem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Nachbauen, viel Spaß beim Weathering nachprobieren, wenn ihr das auch machen möchtet. Wie gesagt, wenn ihr nochmal Tipps habt zu einzelnen Produkten oder wie ich was mache, schreibt mich gerne an unter defermodels@gmx.de, unter Instagram /defermfotografie oder auf der Facebook-Seite von defermodels. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Sebastian von defermodels. Ade.